So, jetzt sind wir zurück und steigen direkt ein in das Match am TV-Tisch. Kiki gegen Yasin. Kiki vom Team 3 Bier bitte gegen Yasin von Team Dunlop. An den beiden anderen Tischen wird jeweils 8-Ball und 9-Ball gespielt. Best of three, das heißt, wer zuerst 2 Sätze gewinnt, der gewinnt das Match. Ja, wollte da hinter der 8 rum, um eben 2 Banden zur 5 zu kommen, touchiert die 8 ein bisschen und saved sich hier komplett hinter der 7. Ja, jetzt eben die Frage, möchte man eine Bande oder 2 Banden auf die 5 kicken? Vorteil ist, wenn man 2 Banden von hinten auf die 5 kommt, bringt man die beiden Bälle ein bisschen mehr auseinander. Na, die 5 vielleicht kopfrechts ansagen oder eben eine Bande. Da war der Plan, eine Bande, verfehlt die leider. Und 10 kommt wieder auf den Spot und somit jetzt eine sehr, sehr gute Chance für die Kiki hier mit 1-0 in Führung zu gehen. Keep it simple, nicht zu viel wird der meisten machen. Stellung ist ja automatisch da für die 7 ins Eckloch. Und dann wiederum muss man nicht viel mit der Weißen machen, um eine schöne Stellung für die 8 zu haben. Sehr schön gemacht. Ja, ich muss sagen, dieses Team-Event ist wirklich eine schöne Ergänzung zu dem Ganzen. Wir sind gestern auch noch spontan mit reingefallen, weil noch ein Platz frei geworden ist. Mein Team ist dann leider nach 4 Matches ausgeschieden. Wir haben ja hier Gruppen von 32 Teams und nur 2 Teams kommen weiter. Gespielt wird das Ganze im Doppel-K.O. Aber zurück zu unserer Partie. Kiki ist da ein bisschen die Weiße zu weit gelaufen. Ist dann safe ausgestiegen. Ja, sie wollte eigentlich die 9 ein bisschen weiter an die kurze Bande bekommen und idealerweise die 10 dazwischen legen. Somit bleibt eine machbare 9 liegen, aber natürlich auch nicht die einfachste. Kein einfacher Ball, muss da den neuen dünn reinschneiden. Weiß ist nah an der Bande, große Distanz, aber den muss man natürlich angehen. Trifft den ziemlich dünn, beziehungsweise gar nicht, trifft ihn von hinten, sehr, sehr glücklich ausgegangen. Gucken wir mal, ich persönlich würde den jetzt jumpen. Wir sehen, Kiki geht zu ihrem Köcher, holt den Jump-Kö raus.
Na, das ist natürlich Worst Case, hat da ein bisschen zu viel Power reingegeben. Weiße springt von der 9 vom Tisch. Ja, also ziemliches Hin und Her hier im ersten Break. Natürlich erstmal beide ein bisschen ins Match finden. Wobei so ein Satz auf 4, ja, da muss man eigentlich schnell da sein, zählt jedes Rack. Weiß noch mal ein bisschen weit gelaufen, das ist eben der schnelle TV-Tisch. Ich sag mal, es ist immer noch eine sehr, sehr machbare 10, aber wie gesagt, um die Nerven zu beruhigen, hat man gern einfache Bälle wie möglich. Spielt dann aber rein und geht somit 1-0 in Führung für Team Dunlop. So, leider nichts gefallen. Gute Nachricht, die 1 bleibt nicht lochbar liegen. Also werden wir hier höchstwahrscheinlich einen Push-Out sehen. Außer er kann die vielleicht kontrolliert einen Kickshot spielen. Das heißt, eventuell in die lange Bande die 1 zur kurzen Bande schicken. Also ein bisschen auf der linken Seite treffen. Weiße sollte dann nach oben abprallen. Ist aber alles sehr riskant, deswegen natürlich der Push definitiv auch eine Option. Tja, wo pusht man da jetzt hin? Ja, man möchte natürlich keine zu einfache Safe liegen lassen. Na, entscheidet sich tatsächlich. Da eben. Wollte er den Vorbänder spielen? Wollte er vielleicht einen Curve-Shot spielen? War jetzt nicht wirklich zu erkennen, aber ja, macht einen Foul und somit sehen wir die Kiki direkt wieder am Tisch. Ich muss auch sagen, ich freue mich wirklich, mal ein Match von der Kiki kommentieren zu dürfen. Ich bin wirklich, muss ich zugeben, ein großer, großer Fan von der Kiki, Christina Grimm. Bin sehr fasziniert von ihrem Spiel. Und macht einfach Spaß, ihr beim Billard zuzusehen. Gut, hier haben wir jetzt ein bisschen wenig Winkel. Wenig bis gar keinen, würde ich sagen. Was kann man machen? Ja, leichte Vorbande wäre möglich. Ansonsten weiß ich nicht, inwieweit man die Tasche ausnutzen kann. Da ist sich auch noch nicht ganz sicher, was sie machen soll. Ja, und genau das ist eben wieder das Problem. Ja, die Taschen sind eng, wollte da ausnutzen. Hat die Weiße sogar noch sehr, sehr weit rübergebracht, aber eben auf Kosten des Lochspiels. 3 klappert aus dem Loch raus, nochmal eine glückliche Position. Und ich denke, der Vorbänder wäre eventuell in dieser Situation nicht wirklich schwer gewesen. Oder, das heißt nicht wirklich schwer, auf jeden Fall machbar gewesen. So. Hier jetzt definitiv eine Safe.
eventuell die 3 etwas auf der linken Seite treffen mit Linksefe. Die 3 in eine Position bringen, in der sie nicht lochbar ist. Eben dazu 4 legen. Macht er auch über ein Double Kiss sogar. Ich denke mal nicht, dass der Double Kiss da geplant war. Passiert aber relativ oft, dass über diesen Double Kiss das tatsächlich so safe liegen bleibt. Also den kann man tatsächlich auch üben und bewusst so spielen. Ja, Kiki muss hier jetzt Vorbande spielen. Wenn sie die 3 vielleicht nur dünn touchiert über Vorbande und die Weiße wieder rüber schickt, trifft die sogar von hinten. War da eine Bande im Spiel? Ich denke nicht. Ja, da war wirklich nicht viel zwischen eben die 3 genau dünn treffen, beide 4 lassen und wieder rüber schicken oder eben von hinten treffen. Macht jetzt eben da auch leider das Foul. Bisschen arbeiten muss Yasin von Team Dunlop hier noch, weil die 5 blockiert ist. Das heißt, im Idealfall lässt er sich einen Winkel für die 4, dass er die 5 ins gleiche Loch spielen kann. Macht er auch hier. Einfach rüber pendeln. Geh mal zweimal die lange Bande mitnehmen. Frage ist, geht die 6 an der 10 vorbei? Na, ist auf jeden Fall eng, wie wir hier sehen in dem Kamerawinkel. Aber so weit kommt es gar nicht, denn er verschießt die 4. Ah, leichter Bogenstoß hier, muss man aufpassen, dass die Weiße nicht hinterherfällt. Gut gespielt. Und ich befürchte, dass die 5 nicht lochbar ist. Gute Nachricht, sie sieht sie aber. Also kann weiterhin die Kontrolle behalten über den Tisch. Allerdings ist es jetzt auch nicht wirklich eine einfache Situation hier. Sagt mal den Banker aufs Mittelloch an. Na, wichtig, immer beim 10-Ball ansagen, was eventuell denn fallen könnte. Denn wenn die 5 fällt, ist man weiterhin am Tisch. Also ganz, ganz selten, dass man wirklich, oder eigentlich sagt man im 10-Ball niemals eine Safe an. Sondern immer irgendein Ball, der irgendwo fallen könnte. Auf jeden Fall wieder kein einfacher Ball, weiß, wieder Press an der Bande. 5 muss man eben ins Eckloch schicken, hat dann auch nicht wirklich eine schöne Position auf die 6. Die 6 geht nur knapp an der 10 vorbei, wenn überhaupt, also keine angenehme Situation. Naja, wollte da eben auch nicht nur die 5 leicht reinspielen, sondern eben mit der Weißen arbeiten, um die wieder runter zur 6 zu bringen. Und jetzt ein perfekter Einsteiger für die Kiki. Die 6 hat sich natürlich jetzt auch bewegt und ist jetzt sehr, sehr lochbar. Geht jetzt an der 10 vorbei. Schöner Zugball, vielleicht ein Ticken zu weit. Ich weiß nicht, inwieweit die 9 jetzt da Probleme macht. Normalerweise würde man ihn einfach nachlaufen lassen. Da kommt jetzt aber dann die 9 ins Spiel. Also
wollte die Kiki hier den Zugball spielen. Hat den dann zu dick getroffen, weil sie eben das Loch ausnutzen wollte, um eben so gerade wie möglich auf die 6 zu spielen. Ja, ich glaube, sie fühlt sich noch nicht ganz wohl. Ist natürlich auch nicht immer einfach, am TV-Tisch zu spielen. Aber jetzt einfach durchatmen, konzentriert bleiben, vergessen, was passiert ist. Schöner Drucknachlauf nach oben, richtiger Winkel für die 8. Das Einzige, was er hier nicht will, ist die Weiß Press an der Bande zu lassen für die 9. Da war jetzt alle Möglichkeiten, schön auf die 9 zu stellen. Weiß kommt auch von der Bande weg. Winkel ist noch da in die lange Bande, in die kurze Bande. Kann eventuell noch die lange Bande mitnehmen, wenn er möchte. Und die 10 dann ins andere Eckloch spielen. Schön gemacht. Selbstbewusst reingespielt. Jetzt hat er die Chance, hier mit 2-0 in Führung zu gehen. Macht er auch souverän. So, weiter geht's. Yasin am Break. Und hat die Fortsetzung weiß im Mittelloch, aber schöner Einstieg auf die 2, schöner Winkel, um Position für die 3 zu bekommen. Ja, jetzt ist die Frage, wenn er den einfach nachlaufen lässt, dann geht die Weiß so Richtung 3. Da könnte auch einen leichten Druckball in die lange Bande und wieder rausspielen. Ist aber dann natürlich schwer, wenn die Weiß so tief im Mittelloch liegt. Das ist also die Qual der Wahl, was er genau macht. Ja, wir sehen, geht da steil rein, um eben diesen Drucknachlauf zu spielen. Oder eben einen Zugball, auch möglich, ohne Bande. Das hatte er vor. Trifft da die 2 ein bisschen zu dick. Und lässt da, naja, ein mögliches Safe liegen, einen möglichen Banker. Kiki entscheidet sich für die Safe, so wie es aussieht. Und da folgt leider der nächste Fehler. Ja, man merkt, sie ist nicht so wirklich im Match angekommen.
ist wirklich schade, weil, wie gesagt, ich weiß, wie sie spielen kann und was sie kann. Wir haben ja schon das ein oder andere Video zusammen bei mir aufgenommen und auch den einen oder anderen Satz gespielt. Und ja, ich denke, wir wissen alle, was sie kann. Hat ja auch schon einiges gewonnen, national, international. Ja, hier jetzt noch ein bisschen verstellt auf die 3. Die 8 liegt da im Weg, muss da ein bisschen übergreifen, muss wiederum aber auch hoch zur 4. Und hat da leider etwas Rechts-Effet reingebracht, entweder zu viel oder zu wenig. Wenn er mit mehr Rechts-Effet spielt, dann kommt er über zwei Banden wieder zur 4. Ja, vom Winkel her würde ich sagen, den kann man noch lochen, allerdings die Weiße da natürlich viel, viel Tempo drauf und läuft einmal rundherum um den Tisch. Safe ist natürlich auch nicht einfach. Ah, den konnte er noch so gut halten. Wahnsinn, sehr, sehr guter Stoß. Der Winkel etwas getäuscht. Ja, wirklich schön gespielt. Da sehen wir das Ganze nochmal. Wirklich starker Ball. Und jetzt gibt er sich natürlich jede Möglichkeit, hier on the hill zu gehen mit 3-0. Acht höchstwahrscheinlich ins Mittelloch. Ja, jetzt denke ich, hat er den Winkel, dass er die 9 ins Eckloch im Kopfbereich spielen muss, also quasi auf die kurze Seite muss. Die 9 liegt aber da 2 cm von der Bande weg, deswegen sollte das Ganze kein Problem sein. Kleines bisschen Winkel wäre wünschenswert, dass die Weiße ein bisschen von der Bande wegkommt. Na, das ist jetzt ein kleines bisschen zu viel. Also jetzt sehr, sehr wichtige 9. Macht er den, dann wird es das 3-0. Macht er den nicht, dann wird es das 2-1 höchstwahrscheinlich. Also big, big point und genau sowas braucht eben Kiki jetzt. Einfache 2 Bälle, um ins Match zu kommen. Danach eigenes Break. Ja, wirklich ein riesen, riesengroßer Ball, diese 9. So, wir sehen, ein Match ist bereits abgeschlossen. Checken da gleich mal für euch ab, wer da gewonnen hat. So, jetzt wenn die Weiße stehen bleibt. Ja, leider ein bisschen zu fest, sonst hätte sie einen perfekten Einsteiger auf die 1 gehabt. Gut, gerade erfahren, dass Dunlop 4-2 gewonnen hat. Das heißt, die Kiki muss unbedingt dieses Match hier gewinnen, um Team 3 Bier bitte immer im Spiel zu halten, im Match zu halten. Wie gesagt, wer zuerst 2 Sitze gewinnt von diesen 3, gewinnt das Match.
Eine lange Einsteiger auf die 1. Loch die 6 aus Versehen, das heißt, die Kiki hätte natürlich die Möglichkeit, hier zurückzugeben, zu sagen, spiel selber. Aber das wird sie natürlich nicht machen, da sie einen nicht einfachen Einstieg auf die 1 hat, aber einen sehr machbaren, vor allem auch mit Stellung 2. Da locht sie wirklich schön und gibt sich somit jetzt die Chance, hier zum 2:2 auszugleichen. Das Gute ist, die 2 führt schön zu 4. Einfach nur Nachlauf in die kurze Bande Richtung 4. Spielt dann noch leichtes Konter-Effet. Sehr, sehr schön gemacht. So, jetzt wahrscheinlich 2 Banden. 7 ins Mittelloch oder ins Eckloch. Ins Mittelloch, sehr, sehr schön gespielt. Natürlichen Stellungsweg genutzt, perfektes Tempogefühl. Jetzt im Idealfall noch einen Winkel auf die 8, der nicht von der 9 wegführt, sondern zur 9 hin. Und ich erfahre gerade, am Nebentisch steht es 1:1. Das heißt, ist noch alles offen. So, 9 ins Mittelloch oder die 9 ins selbe Eckloch, in das auch die 8 geht. Gucken wir mal, wofür sie sich entscheidet. Entscheidet sich fürs selbe Loch. Oh, jetzt einen kleinen Touch auf die 10, aber sieht sie die 9 noch oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Guckt da zu ihrem Gegner, schmunzelt ein bisschen. Geht, geht. Und somit gleicht sie hier zum 2:2 aus. So, Team Dunlop wieder hier am Break. Ja, Weiß war da wieder gefährlich Richtung Mittelloch unterwegs. Das Mittelloch aber verfehlt. Denke ich, werden wir jetzt die nächste Save sehen. Hat jetzt zwei Möglichkeiten, Weiß Richtung 4 zu schicken. Das Problem ist, die 1 wird dann ziemlich offen in der Tischmitte liegen bleiben. Das heißt, wenn er die Safe hinter der 4 dann mit der Weißen nicht bekommt, bleibt eine machbare 1 liegen. Ansonsten hat er natürlich auch noch die Möglichkeit, die 1 Richtung 4 zu schicken und die Weiße nach unten. Da ist eben der Vorteil, wenn die Safe nicht gelingt, also wenn die Kugel nicht abgedeckt ist, dann bleibt das Ganze eben aber trotzdem nicht lochbar liegen. Entscheidet sich für diese Variante.
Und die 1 hat noch genug Tempo, um nicht ins Mittelloch zu gehen. Oh, da geht sie doch ins Mittelloch. Konnte die nur von hinten treffen. Ja, das heißt, die Save hat geklappt, hat sich ausgezahlt, hat sich jetzt hier einen Einstieg auf die 1 erarbeitet. Allerdings sehen wir die 3 in der anderen Tischhälfte, die 9 blockiert dann noch das Loch. Muss man also eine Kombination spielen. Dann muss man da auch erstmal runterkommen, denn der Winkel zeigt etwas Richtung 8. Das heißt, mit einem Nachlauf, einem festen Nachlauf, läuft man hier in die 8. Also muss man mit Zug arbeiten, also wirklich keine einfache Situation jetzt. Man entscheidet sich für den Zugball. Muss da wirklich viel Power reingeben. Aufgrund dessen verschießt er die 1 auch nicht wirklich die Rückwärtsrotation angekommen, die er da geplant hatte. Sieht man an der Position der Weißen. Weil Kiki kann jetzt ja auch nicht viel machen, als ich denke mal die 1 einfach nur reinrollen, wenn sie sie denn sieht. Oh, okay. Also man sieht, sie ist immer noch nicht wirklich da. Aber wir haben ja immer noch keinen einfachen Tisch. Unter die 8 ein bisschen mit. 8 kommt nochmal zurück, kickt die Weiße ein bisschen. Ich denke, er kann jetzt hier tatsächlich die Kombination spielen. Weiß, beziehungsweise die 3 wird in der Nähe des Ecklochs dann liegen bleiben, wenn er die Kombi trifft. Muss nur aufpassen, wo er denn die Weiße hinbringt. Okay, wollte da kein Risiko eingehen und die Safe spielen, die ist allerdings nicht ganz gelungen. Okay, wollte da die 7 bzw. die 10 dazwischen bringen. Kiki wird jetzt hier eine Safe spielen, nehme ich an, sagt aber sicherheitshalber natürlich, wie vorhin erwähnt, die 3 an. Sehr, sehr gut gespielt. Schön Press hinter die 7. Wir sehen ja, Kiki ist am Lachen, freut sich. Tja, da ist jetzt guter Rat teuer. Das ist eben das Schöne, dass die Weiß da wirklich an der 7 Press ist. Das heißt, er muss da den Weg nach unten erstmal nutzen, um dann zur 3 hochzukommen. Die 6 blockiert da auch noch so ein bisschen den Zweibandenweg. Aber wirklich perfekt gespielt, die Safe. Gut, es gibt noch die Möglichkeit, direkt über eine Bande hochzukommen. Da muss er allerdings übergreifen über die 7.
Ja, den Ball will keiner von uns spielen müssen. Gibt natürlich auch immer noch die Möglichkeit, ein absichtliches Foul zu machen und eben irgendwie Probleme aufzubauen. Da sehe ich aber auch nicht wirklich was. Eventuell die 10 noch zu 6 zu legen, wenn das denn möglich ist. Und da eben das Foul in Kauf zu nehmen. Ja, wenn er über die zwei Banden geht, muss er knapp an der 6 vorbei, knapp vors Mittelloch. Der Tisch ist noch rutschig und könnte dann eventuell... Ah, okay, entscheidet sich also für diesen Weg, den 3- bzw. 4-Banden-Weg, aber eben das Tuch ist, wie gesagt, sehr rutschig. Ist eigentlich fast keine Chance da, denn wirklich über den Weg zu treffen, auf einem anderen Tuch mit anderen Banden eventuell, aber hier eben sehr schwer. Also ich denke... Ich hätte da eventuell versucht, die 10 zur 6 irgendwie zu bringen. So. Kick ich aber jetzt am Zug, kann on the hill gehen. 3, 4 und 5 nah beieinander. Gibt noch eine Schlüsselstellung, das ist die 6 und die 5. Also quasi von der 5 zur 6 zu kommen. 9 blockiert da auch noch das Loch. Na, das heißt, die 6 muss ins gegenüberliegende Eckloch gespielt werden. Für einen Rechtshänder wäre es ideal, sich einen geraden Zugball zu legen. Kiki entscheidet sich jetzt hier für diesen Winkel und wird wahrscheinlich hier mit Rechts-CV versuchen, die 8 nicht zu erwischen und dann zwischen 7 und 10 durchzulaufen, beziehungsweise überhalb der 7. Erwischt da tatsächlich das Eckloch, die Kante vom Mittelloch und kommt da gut raus auf die 6. Ja, das ist eben auch das Problem bei frisch bezogenen Banden. Die sind eben rutschiger und da greift eben das Rechts-CV nicht ganz so extrem. Ja, weiterhin nicht einfach. In dem Fall fungiert die 9 auch nicht als Trichter, sondern blockiert eher das Loch. Trichter wäre sie nur dann, wenn die 7 an der langen Bande liegen würde. Loch den aber stark. Jetzt nur nicht Presse an die Bande. Gute Nachricht ist, sie muss jetzt die 8 einfach nur lochen, mehr kann sie eh nicht machen. Sie muss die lange 9 in Kauf nehmen. Nimmt sich da auch die Zeit, das Ganze zu visualisieren, Stoß vorzubereiten. Und da ist es passiert. War kein einfacher Ball in der Situation. Ja, beim Spielstand von 2-2, jedem Satz auf 4. Weiß an der Bande, langer Ball. So, Frage: Kann der Yasin den Druck standhalten? Ja, kann er. Spielt ihr mit Confidence rein. Schöner Nachlauf runter zur 9. Winkel sollte noch ein bisschen drin sein. Ja. Großes Wreck jetzt hier gewesen. Und somit 3-2 für Team Dunlop und weiterhin 1-0 in Sätzen. Musik.
So, interessantes Rack auf jeden Fall. Wir haben ein Problem mit der 2, wir haben ein Problem mit der 3. Also wirklich sehr, sehr schwer das Ganze auszuschließen. Ich denke mal, da wird er so auf die 2 stellen, dass er eine kontrollierte Safe spielen kann. Lösen ist jetzt hier in dem Fall ja, einfach deutlich zu schwer. Natürlich in die Position zu kommen, dass man einfach eine schöne Stoppball-Safe von der 2 spielen kann und die 10 als Blocker nutzen kann, ist auch nicht einfach. Den hat er, denke ich mal, auch nicht so geplant. Sieht aber oder sollte die 2 noch auf der linken Seite sehen. Das heißt, im Idealfall spielt er die jetzt einfach dünn an. Bringt die 2 an die lange Bande und eventuell die Weiß hinter die 10, beziehungsweise die 10 zwischen die beiden Kugeln. Genau das macht er auch. Ich glaube aber, na, die Kiki kann dann noch die linke Seite sehen von der 2. Vielleicht zwischen 4 und 6 durch, die beiden dann als Blocker benutzen. Ah, spielt die Kombi. Gut, hat jetzt natürlich keinen Lochbahnball auf die 2, aber hat die Kontrolle. Sagt die 2 eine Bande an. Ich denke, da wird aber eine Safe ihr Hauptaugenmerk sein, Weiß da rechts hinter die Kugeln zu bringen. Macht sie sehr, sehr schön. Und setzt Team Dunlop somit wieder unter Druck. So, dann sehen wir den ersten Jump vom Yasin. Schön drüber gekommen. Aber die 2 leicht verfehlt. Ja, wenn man ein bisschen Effe reinbringt in so einen Jump, macht die Weiße sehr gerne da so einen leichten Bogen. Nachdem sie dann Kontakt mit dem Tisch hat, beziehungsweise eine längere Zeit Kontakt hat, setzt der Bogen dann ein. Und jetzt natürlich die Chance hier für die Kiki. Nicht das einfachste Rack. Muss da
die 3 ins Mittelloch spielen, also tief rechts hoch. Im besten Fall eine gerade 3, denn ich denke mal, die 5 sollte gehen. Also wieder sehr tempoabhängig der Stoß, weil man eben die Linie komplett kreuzt. Er kommt ein bisschen zu kurz, das heißt, Weiß geht da Richtung 8, 5 und 6. Jetzt gucken wir mal, ob sie das kontrolliert lösen kann. Sie sieht auf jeden Fall die 5. Jetzt hier wieder die Möglichkeit, einen Banker zu spielen und die Weiß hinter der 6 zu parken. Also quasi ein Two-Way-Shot. Safe und offensiv in einem. Oder eben die 5 einfach an die kurze Bande legen. Auch noch eine Möglichkeit. Sagt auf jeden Fall nichts an. Möchte die linke Seite, also die 5 dünn streifen. Sehr, sehr schön gemacht. Dann wird er über die kurze Bande gehen. Jetzt wieder die Frage, eine Bande oder zwei Banden. Was bringt die höchsten Resave-Möglichkeiten? Na, wenn er über eine Bande spielt, muss er die linke Seite der 5 treffen und die 6 dazwischen bringen, also mit einem sehr, sehr leichten Tempo. Ist allerdings wirklich sehr, sehr schwer, den so exakt zu treffen. Über zwei Banden könnte man eventuell Distanz zwischen die Kugeln bringen, ein bisschen fester spielen. Und lässt da eine lochbare 5 liegen. Also, safe hat sich ausgezahlt. Und jetzt Nerven behalten. Das ist die Frage, rechts EV, zwei Banden. Eventuell ein bisschen viel Winkel auf die 6. Oder einmal rumlaufen lassen. Entscheidet sich, den fester zu spielen und rumlaufen zu lassen. Die 6 ins selbe Loch zu spielen und ist die 6 da dazwischen? Na, schwer zu sagen. An der Körpersprache sehe ich, die 6 ist nicht dazwischen. Das heißt, da kann die 5 also höchstwahrscheinlich lochen. Was er auch macht, stark gespielt. Er ist ein bisschen schnell unterwegs. Was passiert jetzt hier? Das ist natürlich optimal ausgegangen. Wollte die 6 natürlich nicht ins Mittelloch, aufs Mittelloch stellen, sondern ins Eckloch unten rechts aus unserer Perspektive. Schafft die 6 es ins Loch? Oh, das war unerwartet. Macht er sogar einen Foul, weil keine Kugel eine Bande nach der Carambolage berührt hat. Locht er wirklich eine starke 5. Lange 5, kriegt glücklicherweise die Stellung aufs Mittelloch und macht dann diesen Fehler zum Satzgewinn, zum Matchgewinn. Na, Weiße wieder da einen Ticken zu weit gelaufen. Aber der natürliche Winkel zeigt schön hoch zur 8.
Ja, im Hintergrund sehen wir da das dritte Match, das noch am Laufen ist zwischen den beiden Teams. So, jetzt die 10 zum 3:3 in dem Match hier. Also wieder ein sehr, sehr spannendes Match insgesamt. Also es sollte in dem Tisch, den wir gerade sehen, 3-1 für Team Dunlop stehen. Eventuell, laut unseren Informationen. Angaben wie immer ohne Gewähr. Wir halten aber fest, Team Dunlop muss beide Matches gewinnen. Ja, das heißt, Kiki muss hier gewinnen. Am Nebentisch muss Team Dunlop auch gewinnen. Verliert einer von beiden, ist das Match insgesamt vorbei. Entschuldigung. Team 3 Bier bitte muss gewinnen. Ah, Kiki, Taco und Brian sind 3 Bier bitte. Den schönen Outfit zu erkennen, alle im Partnerlook. Und Team Dunlop bestehend aus Ingo, Eugen und Yasin. Oder wenn wir die nächste Save sehen. Oh, okay. Der ist den Ball tatsächlich direkt angegangen. Also ein Wahnsinnsball beim Stand von 3:3. Bleibt aber glücklich liegen. Langer, langer Ball. Spielt er die Save. Tempo passt. Sehr, sehr guter Ball. Also wie gesagt, eins an der kurzen Bande. Eins nicht lochbar, auch wenn es keine direkte Save ist. Man nennt das Ganze Containing Safety. So kenne ich es zumindest vom Snooker. Und Yasin jetzt extrem offensiv unterwegs, versucht hier den Banker. Diesmal lässt er aber einen Ball für die Kiki liegen. Auch wieder nicht einfach. Was macht die 10? Liegt die 10 im Weg für den natürlichen Lauf der Weißen oder nicht? Sieht ganz danach aus. Nimmt den Kontakt also in Kauf. Und naja, 50-Yard-Line. Mittelloch ist ziemlich eng aus dem Winkel. Wenn sie ihn lang spielt, ist es natürlich schwierig, auf die 3 zu kommen. Ja, Mittelloch auf gar keinen Fall aus dem Winkel. Safe ist natürlich auch immer noch eine Option. Da muss man einfach die Prozente abwägen. Zu wie viel Prozent habe ich eine Chance, die 2 zu lochen, eine Stellung 3 zu bekommen? Wie sind meine Erfolgschancen auf die Safe? Und entscheidet sich für die Safe. Schön die 7 dazwischen gebracht und auch noch die 3. Das ist sehr wichtig. Somit ist der Jump jetzt aus dem Spiel genommen.
Ja, wir hätten theoretisch eine kleine Lücke zwischen 7 und 8. Schön zu sehen aus der Perspektive, da kann man durch. Yasin sieht sich das auch ganz genau an. Vorteil ist eben, dass es der einfachste Weg ist, um zur 2 zu kommen. Und selbst wenn nicht, würde ich sogar in Kauf nehmen, dann einen leichten Jump zu spielen über die 7. Weil es eben, wie gesagt, die anderen Wege deutlich, deutlich schwerer sind, die 2 zu treffen. Na, setzt jetzt da auch steil an. Will er da eine Kurve spielen? Na, ist jetzt wirklich wichtig, sich in der Situation Zeit zu nehmen. Hi, hi, hi. Und am Nebentisch sehen wir, Team 3 Bier bitte spielt auf die 8. Macht die 8 und gleicht somit zum 1:1 aus. Das heißt, wir haben jetzt hier einen richtigen Hill-Hill-Thriller am TV-Table. Wer jetzt dieses Rack gewinnt, gewinnt das Match. Starker Ball vom Yasin. Lässt die 2. Ja, lässt eine lange 2 liegen. Also die beiden wissen natürlich ganz genau, worum es jetzt geht. Bekommen natürlich mit, was da am Nebentisch so passiert. Und jetzt heißt es Ruhe bewahren. Ja, die 10 war da ein bisschen im Weg. Was macht die 2? Läuft in, ja, relativ gute Position. Ja, sie bleibt zwar lochbar liegen, aber eben Stellung auf 3 nicht einfach. Das heißt, man kann da definitiv wieder über eine Safe nachdenken. Dafür entscheidet er sich auch. Hat da 7 und 8 als mögliche Blocker gehabt. Ich glaube, da müsste die Lücke da sein, aber die 10 blockiert erneut die 2 für die Kiki hier. Also werden wir die nächste Safe sehen. Ich denke, der Kiss-Shot 2-10 liegt nicht wirklich. Zweiter genug Tempo. Ja. Naja, wobei, ganz so sicher bin ich mir da nicht, wenn wir das Ganze von oben ansehen. Nimmt er die 4 mit? Das war natürlich nicht geplant. Nimmt die 3 noch ein bisschen mit. Und das bleibt wirklich ideal liegen. Schön zwei Banden hoch zur 4. 5 liegt passend zu 4. Oh, jetzt die Frage, kann er die Nerven behalten? Das war wirklich eine goldene Chance. Aber das ist eben auch genau das Ding beim Team-Event. Na, man spielt nicht nur für sich. Wir wissen es ja selbst, wir sind hier am TV-Tisch. Der Druck ist hoch. Zusätzlich spielt man noch für sein Team. Zusätzlich spielt man noch Hill Hill. Also ich denke, jeder Billardspieler von euch kann das nachempfinden. Hat aber jetzt bei dem Stoß wieder Glück gehabt und die 8 dazwischen gebracht. Kiki sagt die 3 natürlich sicherheitshalber wieder an. Und trifft die leider von hinten. Bitter, bitter, bitter.
Ja gut, ich muss natürlich auch zugeben, es tut mir leid, wenn ich vielleicht etwas parteiisch kommentiere. Ich versuche neutral zu sein, aber wie gesagt, ich bin Fan von Kiki. Deswegen verzeiht mir, wenn ich da vielleicht etwas parteiisch bin. So, jetzt Ball in Hand. Keine Probleme mehr auf dem Tisch. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, das kontrolliert runterzuspielen, sich am besten keine schweren Bälle mehr zu lassen. Natürliche Winkel. Hier ist die Frage, will er da den Lauf unterstützen, spielt er mit Linksifé zwischen 10 und langer Bande Richtung 7, spielt er den vielleicht mit Rechtsifé. Und es ist eben gut, scheint geplant gewesen zu sein. War natürlich schwer, weil eben komplett die Linie der 7 gekreuzt. Aber gutes Tempo. Macht jetzt hier nur noch 2 Stoppbälle. Ja, vielleicht noch ein bisschen viel Winkel auf die 8. Da wird er wahrscheinlich die kurze Bande nochmal mitnehmen müssen. Sollte aber kein Problem sein. Einfach mit Nachlauf rein. Nimmt die kurze Bande mit. Ja, Tempo passt auch. Und wenn diese 10 fällt, dann gewinnt Team Dunlop gegen Team 3 Bier bitte. Wirklich sehr, sehr spannendes Match. Und die 10 fällt. Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Spannendes Teammatch. Und wir sind bald wieder für euch da.